Meine Stunde ist gekommen. Ich vertraue euch, meine Jungen, an. Sei ganz ohne Sorge. Der Tiger hat die Menschen hierher geführt. Wir werden uns um deine Jungen kümmern. Ja, das werden wir tun. Geh hin in Frieden. Wir werden dafür sorgen, dass deine Jungen klug und weise werden, wie ihr Vater. Oh, König, wir vergessen dich nie. Niemals. Er ist von uns gegangen. Er hat uns verlassen. Wir werden deinen Tod rächen. Wir werden dich rächen. Ich gratuliere, Tiger. Dein Plan ist aufgegangen. Die Menschen, die du zum König der Löwen geführt hast, haben ihn getötet. Seine Freunde haben ihm geschworen, seine Jungen großzuziehen. Ist er auch wirklich tot? Hä? Dein Wunsch ist erfüllt, höre ihr Klagen. Lass deine Stimme ertönen, damit sie wissen, wer jetzt ihr König ist. Ja! Meine lieben Freunde, der König der Löwen ist von uns gegangen. Der Hohe Rat wird jetzt darüber beraten, wem wir die Erziehung der drei Löwenweisen anvertrauen. Mach mich! Gleich hab ich dich! Die Frage ist nun, wer von uns soll diese Aufgabe übernehmen? Die Frage ist leicht zu beantworten. Mir scheint, ihr Wölfe seid die besten Erzieher. Deine Nichte hat das bereits bei der Aufzucht des kleinen Menschen bewiesen. Ich stimme dem zu. Deine Nichte hat Junge, die so jung sind wie die drei verwaisten Löwen. Wir werden uns aber alle an ihrer Erziehung beteiligen. Ja, das haben wir unserem verstorbenen Freund, dem König der Löwen, versprochen. Jeder von uns wird zu ihrer Erziehung beitragen. Aber wohnen werden sie bei deiner Nichte, ja, wenn sie dem zustimmt. Du hast das Wort, liebe Nichte. Ich übernehme die Aufgabe.
Das ist sehr gut. Freunde, und sie ist die beste Mutter, die man sich vorstellen kann. Kra, kra! Ihr sprecht immer von drei kleinen Löwen, Jung. Kra! Ich sehe aber nur zwei! Es sind wirklich nur zwei, das ist ja schrecklich. Wir müssen das dritte suchen. Simba fehlt natürlich. Simba soll Nachfolger seines Vaters werden. Ich hoffe, er hat sich nicht in Gefahr begeben. Wir müssen ihn suchen. Wir müssen ihn finden, bevor er dem Tiger in die Krallen gefallen ist. Simba! Wir suchen dich! Simba, melde dich! Simba! Reg dich nicht auf. Er kann noch nicht weit weg sein. Fragen wir den Raben, ob er ihn sieht. Er hat den besten Überblick. Siehst du ihn? Siehst du Simba? Ich sehe ihn nicht. Nein. Oh, dann müssen wir weitersuchen. Suchen wir ihn. Ihr zwei geht in diese Richtung. Und ihr zwei in diese. Simba, wo bist du? Oh nein, nicht einmal die Krallen des Tigers sind gefährlicher. Simba, melde dich. Er ist hier? Aber wir dürfen ihn nicht wecken. Ich versuche ihn zu retten. Was tut er da? Ist er verrückt geworden? Der Sohn eines Freundes ist in Gefahr und er spielt mit trockenen Ästen. Geschafft. Gut, ich bitte um Entschuldigung. Er ist absolut nicht verrückt. Der Schein trügt manchmal. Es ist vollbracht. Wir haben wieder mal einen von uns vor einer Falle des Menschen bewahrt. Er ist nicht nur nicht verrückt, wir können ihm sogar vertrauen. Ich weiß sehr wohl, dass ich mich wiederhole, aber ich möchte vielmals um Entschuldigung bitten. Richtig. Hättest du ihn nicht entdeckt, wäre Simba das gleiche Schicksal wie seinem Vater zuteil geworden. Er schläft tief und fest. Es wird schwer sein, ihn zu wecken. Braucht ihr Hilfe, meine Lieben? Ich weiß, wie man schlafende Löwenjunge rettet. Versuch das zu tun. Aber Vorsicht, so ein Ast bricht schnell. Bravo, das war ein Meisterstück von dir. Nun ist er endlich wieder wach. Wasser ist Leben. Er sitzt da wie neugeboren. Danke dem Panther und dem Elefanten. Sie haben dir das Leben gerettet. Geht es dir gut? Das ist eine gefährliche Falle. Die Menschen haben sie aufgestellt, um uns zu fangen. Du hattest großes Glück um ein Haar. Wärst du tot gewesen, wie dein Vater. Was sagst du da? Mein Vater ist tot? Mein Vater ist tot! Was mache ich nun? Du brauchst nicht zu weinen, mein Kleiner. Vergiss aber niemals, du darfst den Menschen nicht trauen und nicht dem Tiger. Oh, Vater, wo bist du? Vater! Er ist tot! Und er ist tot! Große Feier! Und der König der Löwen ist tot! Hurra! Majestät, der König der Löwen ist tot. Nun seid ihr der Herrscher des Dschungels. Ihr seid groß, stark, majestätisch, das ist wahr. Alle anderen Tiere des Dschungels sind nur Staub unter euren Pfoten. Bravo! 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 Seid jetzt still! Schweigt, gehorcht meinem Befehl. Wer meinem Befehl nicht gehorcht, wird es schon bald bitter bereuen. Ich bin furchtbar in meinem Zorn. Hör auf damit, sonst bekommst du ihn sofort zu spüren. Was ist das? Das Gehör, das ihm gegeben. Habt Mitleid mit mir, mein Befehl. Hast du? Nein, das ist für mich! Ja. Majestät, eure Wünsche sind mir Befehl. Ich nehm dich beim Wort. Schaff mir die Löwenbastarde vom Hals. Ich schwöre euch, euer Wunsch ist mir Befehl, Majestät. Die drei jungen Löwen aber werden von den anderen Tieren des Dschungels beschützt und bewacht. Ja, das ist ganz allein dein Problem. Bemühe dich gefälligst, es schnell zu lösen. Ja. Euer Wunsch ist mir Befehl, Majestät. Wir machen uns sofort auf den Weg, Meister. Los, verschwindet so schnell ihr könnt. Worauf wartet ihr noch? Er spielt sich immer so auf, aber was wäre er ohne uns? Kopf hoch, Simba, auch wenn es schwerfällt. Kopf hoch. Ich fühle mit dir.
Mir ist das Gleiche wie dir widerfahren. Auch meine Eltern sind getötet worden. Wenn wir erwachsen sind, groß und stark, dann werden wir unsere Eltern rächen. Aha. Ich soll meine Eltern rächen? Ja, das musst du. Nein, was habe ich da gehört? Ihr wollt euch rächen. Wisst ihr denn überhaupt, was die beste Art von Rache ist? Sie ist weder mit Blut noch mit Tod verbunden. Sie begründet sich allein auf Weisheit. Sie ist schon alt, weißt du, und belehrt deshalb alle. Was sie sagt, ist oft purer Unfug. Hör einfach nicht hin, das ist das Beste. Ja, gut, ich habe sehr verstanden. Gut gesehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Seid vorsichtig. Ich bin sehr müde. Simba! Ich komme auch. Guten Abend, meine Kleinen. Es ist Zeit zum Schlafen. Ja, ich bin schrecklich. Kommt in die Höhle. Mama, was ist Mama, denn? Geh weg. Los, meine Kleinen, geht schlafen. Geht in unseren Bau. Ich habe das Gefühl, du schläfst lieber hier draußen. Ja, das ist wahr. Seit dem Tod meiner Eltern liebe ich nichts mehr als meine Selbstständigkeit. Ich verstehe dich gut. Darf ich auch draußen schlafen? Erlaubst du mir auch dort zu schlafen, wo meine Freundin Bambi schläft? Ja, mein Kleiner, ich halte Wache. Ich habe die Erlaubnis von Mama Wolf. Ich darf hier draußen bei dir schlafen. Einverstanden? Ja, das freut mich sehr. Hey, warum bleiben die hier draußen? Lass sie. Die werden aber Augen machen, wenn der Tiger sie aus dem Schlaf aufschreckt. Komm schnell. Geh du jetzt schlafen. Du musst sehr müde sein. Heute Nacht werde ich die Wache übernehmen. Gut, einverstanden. Ich gehe schlafen. Ich kann euch viel Interessantes vorlesen. Ich dachte, du erzählst uns eine gute Nachtgeschichte. Oh ja. Warum liest du uns jetzt was vor? Ich möchte euch die Augen für die Zukunft öffnen, also muss ich euch etwas beibringen, damit ihr die Welt verstehen lernt, die euch umgibt. Ihr müsst fleißig studieren, um Weisheit zu erlangen. Gute Nacht. Oh nein, ich kann Vorlesungen nicht ertragen. So sind sie alle. Sie wollen, dass wir immer zu lernen und arbeiten. Gekommen, um euch Blätter zu bringen, die euch Kraft geben und euch lehren, die Natur zu achten. Ach ja? Hier, das ist deine Ration für den Tag. Iss sie auf. Naja, aber ich bin ein Löwe. Ich mag Blätter nicht besonders. Ein fetter Hase wäre mir viel lieber. Ein Hase schenkt dir nicht so viel Kraft. Er schmeckt aber besser. Wir werden dir erklären, welche Stoffe in welcher Art von Nahrung sind. Ist mir egal. Befolge ihren Rat. Das ist kein schlechtes Frühstück. Wir werden dir zeigen, wo Beeren wachsen. Früchte. Also dann, auf Wiedersehen. Morgen sehen wir uns wieder. Bis morgen. Auf Wiedersehen, liebe Freundinnen. Weckt uns morgen nicht wieder so früh. Auf Wiedersehen. Immer zu gute Ratschläge, das geht mir auf die Nerven. Hört zu, ihr Jungen, hört zu. Bevor ich mich zur Ruhe begebe, vertraue ich euch das Gesetzbuch des Dschungels an. Beginnt mit seinem Studium am besten sofort. Fangt es auf. Wir sprechen heute Abend darüber. Ach, ich gehe jetzt schlafen. Es ist an der Zeit. Auf jetzt. Bis heute Abend, meine kleinen Freunde. Na los, komm, Simba. Schmetterlinge fängst du nicht? Das wirst du noch sehen. Du wirst es sehen. Ja.
du, bringst du es mir bei? Du wirst niemals fliegen können. Du bist zu schwer und du hast keine Flügel. Beeil dich. Wartet auf mich. Hopp. Oh. Easy, Peter. Sie laufen über das Wasser. Wie machen Sie das bloß? Sie laufen über das Wasser. Oh. Ich frage mich, wie Sie das machen. Sie müssen eine Art Geheimrezept haben. Oh, merkwürdig. Wir müssen Majestät sofort davon Meldung machen. Das ist nicht zu glauben. Sieh mal, sie laufen über das Wasser. Hey, Bambi und Simba sind das. Oh, Majestät wird toben vor Wut. Du hattest den Befehl, die drei Löwenbastarde zu beseitigen. Und jetzt läuft einer von ihnen auf dem Wasser spazieren. Wir haben nichts gesehen. Die Affen haben es aber alle gesehen, so. Erstatten wir Majestät sofort davon Meldung. Jawohl, ich erstatte... Nein, das ist meine Aufgabe. Oh. Wenn Majestät erfährt, dass Simba auf dem Wasser spazieren geht, bekomme ich nicht ein Häppchen Fleisch mehr. Majestät. Gibt's Neuigkeiten? Majestät, ich weiß nicht, wie so etwas möglich ist, aber die Affen und ich, wir haben es gesehen. Einer von den kleinen Löwen und das kleine Reh gehen auf dem Wasser spazieren. Was? Könnte das nicht der Geist von König Simba sein, der sich einen Scherz halt's erlaubt? Maul, du Idiot von einem Idioten! Du wagst es, mich zu verhöhnen? Oh, nein, nein, nein. Das wirst du mir bitter büßen. Was ist denn? Hey, komm wieder zu dir. Wach auf, du Idiot. Sehr gut, er gehorcht mir aufs Wort. Wo bin ich? Wer ist das? Hey! Hier, damit du wieder zu Kräften kommst. Frisst, das ist für dich. Du siehst, ich bin nicht nachtragend. Du erzählst mir Schauermärchen und ich schenke dir dafür Delikatessen. Ja, Majestät. Hast du ihn gefressen, dann dreh dich um. Ja. Ich rate dir, sag mir jetzt die volle Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Der kleine Löwe und das kleine Reh gehen auf dem Wasser spazieren. Du weißt, dass das völlig unmöglich ist. Keiner von uns Vierbeinern kann auf dem Wasser laufen. Ja, aber ich habe es gesehen. Und die Affen auch. Ich frage mich, ist das ein Zeichen? Verleiht der Geist des Königs der Löwen den beiden besondere Kräfte? Du Idiot, von einem Idioten! Du glaubst also auf einmal an Geister und Gespenster. Ich bin ganz sicher, es gibt eine vernünftige Erklärung für diese Erscheinung. Du wirst sie herausfinden. Was? Ich? Ich soll eine vernünftige Erklärung finden? Ihr sagt doch immer, ich wäre ein Idiot von einem Idioten. Ja, du bist ein Idiot von einem Idioten. Sparte die Worte, schaff mir die beiden Bastarde her. Ich werde sie schon zum Sprechen bringen. Na los, lauf los. Ich laufe, lauf ja schon. Absteigen, bitte. Das war's für heute. Morgen sehen wir weiter. Ich hab noch eine Frage. Hättest du nicht Lust, mir das Schwimmen beizubringen? Das ist nicht möglich. Oh, warum nicht? Du bist ein Löwe. Ja. Du hast Fell und Pfoten, damit lässt es sich schlecht schwimmen. Du bist besser für das Leben auf dem Boden gerüstet. Ja, das ist richtig. Ich danke auch. Vielen Dank auch. Wiedersehen. Sehen wir uns bald wieder? Auf baldiges Wiedersehen. Kommt wieder, wann immer ihr wollt. Na dann, auf Na Wiedersehen. Dann, auf Wiedersehen. Achtung, sie kommen! Fass ich sie nicht, werde ich bestraft. Majestät wird mir nie wieder ein Häppchen vorwerfen. Zeig, was du kannst. Sie laufen in Richtung Savanne. Simba, warte! Du musst vorsichtig sein, es gibt hier viele Fallen. Au! Hat das Tier einen grünen Kopf? Aber nein, geh ein Stück zurück. Sie
siehst du, das ist die Giraffe, unsere Freundin. Ach, jetzt sehe ich ihren Kopf über den Blättern. Sie ist das größte Tier von allen Tieren des Dschungels. Sie ist sehr lieb. Guten Tag, meine Kleinen. Ich habe euch schon kommen sehen. Ist das ein Sohn von König Simba? Ja. Dein Hals ist so lang wie eine Palme. Du Frechdachs. Und Achtung. Hopp, was machst du, Simba? Das ist ungezogen. Hilfe, ich fall gleich runter. Ich verzeih dir, weil du noch klein bist. Du musst aber lernen, andere zu respektieren. Er verbringt den ersten Tag hier bei uns. Er muss noch sehr viel lernen. Heute will ich ihn mit einigen Freunden von mir bekannt machen. Er wird sich schon bald viel besser benehmen. Gib ihm noch etwas Zeit. Ja, das mache ich. Ihr müsst jetzt aber schnell nach Hause zu Mama Wolf. Eure Familie sucht euch schon überall. Möchtest du, dass wir dich wieder besuchen? Simba, wir müssen gehen. Ihr könnt mich besuchen, wann immer ihr wollt. Jetzt aber geht ihr nach Hause. Oh, sie sind da! Bambi, was für einen großen Ausflug hast du mit Simba gemacht? Ich war sehr beunruhigt. Wir haben euch überall gesucht. Du weißt genau wie die anderen. Ihr dürft nicht so weit weggehen. Wir haben eine Spazierfahrt auf dem Krokodil gemacht. Das war sehr unvorsichtig von euch. Simba kann nicht schwimmen. Wir hatten ihn schon wieder rausgepusht, wenn er ins Wasser gefallen wäre. Lacht nur. Ich bitte das Krokodil nicht, das Schwimmen zu lehren. Wenn ich erst schwimmen kann, dann lache ich über euch. Ihr werdet euch noch wundern. Hört auf, euch miteinander zu streiten. Ich werde sonst böse. Ich habe euch lange genug zugehört. Ich hoffe, ihr habt euch beruhigt und seid jetzt wieder vernünftig. Wir gehen in die Höhle. Das Essen wartet. Nach dem Essen sprechen wir darüber, wie man sich in einer Familie hilft. Was hast du, Simba? Missfällt dir das? Naja, mein Vater. Ich muss an meinen Vater denken. Nach dem Essen sieht die Welt wieder anders aus. Also, ihr habt euch alle beruhigt. Sehr gut, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich will euch nicht drängen, aber bitte geht hinein in die Höhle. Ich möchte lieber schlafen gehen. Versuch besser schnell zu deinem Essen zu kommen. Wenn du noch lange wartest, gehst du leer aus. Ja, Simba, du musst es noch lernen, alles zu seiner Zeit zu tun. Nimm dir nicht so viel, ich möchte auch noch was haben. Du platzt ja gleich. Haltet euch nicht, ihr verderbt mir den Appetit. Das ist sehr gut, dann esse ich deine Portion auch noch. Ich fürchte, es wird sehr schwer für mich werden, die jungen Löwen gut zu erziehen. Man braucht viel Kraft und Intelligenz, um sich im Dschungel zu behaupten. Ich werde alles in meinen Kräften Stehende tun, denn ich schulde ihrem Vater Dank. Er war ein so großer König, er war stolz, er war großherzig. Thank you.
Er hat mir und meinen Jungen das Leben gerettet. Lauf nicht so schnell! Simba und seine Brüder haben eine neue Familie gefunden. Und Simba sogar noch eine neue Freundin, Bambi. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihn in die Geheimnisse des Dschungels einzuweihen. Alle Freunde des ermordeten Königs der Löwen haben gelobt, sich seiner verwaisten Jungen anzunehmen. Wird es ihnen gelingen, sie im Sinne ihres Vaters zu erziehen? Wir werden sehen.